ein bisschen Geld einsacken. Ja. Wow. So. Da hat mich jetzt was getroffen. Das war nicht so schön. Wieder zu viele Orks hier. Ja, kommt her. Okay, einer von den Dicken ist weg. So. Und weg mit euch. Beiden. Und weg mit den Eiern hier. So. Einen kaputt machen, einen aufsammeln. So, weg mit den lebenden Toten. Oder den Quanz, besser gesagt. Ups, da habe ich die Verkeilt gehabt. So, weg mit diesen blöden fliegenden Totenschädeln. Da kommt noch einer. So, weg mit den Schamanen mal. So, dann sehen wir mal durch. So, weg mit den Beschwörungskristallen. Das Böse wird aus diesem Reich. Ja, wird es hoffentlich. Weil langsam habe ich die Nase voll von den ganzen Quanz. Je mächtiger der Feind, desto härter wird er fallen. So. Und der letzte. So, Felsen schieben. Essen dahin sacken oder können wir hier rüber abkürzen, nehme ich an. Gut, wir haben zwei Badertränke. Wir kommen leider nicht an die Badertränke hier hinten ran oder das Gold. Was ich etwas schade finde, wir hätten wahrscheinlich das Gold da unten ignorieren müssen. Egal. Raus hier. Bodenwegwerfer, 8-mal weggeworfen, okay. Valhalla. 65%, wenn wir 8000 Gesamtschaden nehmen. Das hier hätte ich gerne. Zurück in den Schoß der Finsternis. Was ist los? Macht dich dieser Ort nervös? Ja, Spinnen lassen sich zum Glück ganz einfach so besiegen, indem wir sie ablocken. Andere Gegner leider nicht. Wow. Das war vielleicht ein Fehler, mich hier einfach mal rein zu dashen. So, ich möchte gerne das Gold auf der anderen Seite noch haben. So, dankeschön. So, hier müssen wir uns gut umsehen. Zum Glück werden wir hier nicht mehr von Geistern verfolgt. Das ist auch so ein Manko gewesen. So, dann gucken wir mal. Was kriegen wir hier? Etwas Gold. Ist nie verkehrt. So, weg mit dem Schamanen. Den anderen Schamanen möchte ich auch gerne loswerden, erst einmal. So. Wow, dann können wir uns gerne um den Dicken kümmern. So. Schlüssel. Sehr schön. Weiter geht's. Spinne hinter uns, Schamane vor uns. Au, der hat uns sogar noch erwischt. Das sieht wertvoll aus. Ja, Spinnen aus der Dunkelheit. Das ist relativ harmlos.
Orks wiederum nicht. So, weg mit den Orks, her mit dem Essen. Wow. So. Ein Mana-Trank, den heben wir uns definitiv auf. Hier wäre eine Spalte, durch die wir uns nicht durchdrücken können. Hier ist ein ganzer Haufen Spinnen. Da ist das da vielleicht der Weg weiter. Nochmal kurz hier umgucken. Genau, weil hier ist noch Gold in der Senke. Wow, Spinnen vergiften. Was klar sein sollte eigentlich. Aber hier ist Hähnchen. Also ja, sie verlangsamen, das habe ich schon gemerkt. Wow. So. Wow, viele Orks. Wow, viele Knüppel-Orks. So. Ja, Knüppel-Orks, die sich gegenseitig hauen. Ist schön. So. Umschauen. Geld. Ja, ist nur ein bisschen Schaden. Vielleicht ein Mückenstich, wenn man es so sehen möchte. Aber es ist trotzdem nervig, den abzukriegen. Essen. So, weg mit den Spinnen. Und der nächste lange dunkle Gang. Wir sind schon durch. Okay, wir sind schon tatsächlich wieder durch. Das dunkle Labyrinth. Gut. Weiter geht's. Grünender Bonus und fortfahren. Genau wie ein Superheld. Oh, jetzt wird mal das angezeigt. Grandbezwinger. Das könnten Goblins oder so sein. Heroischer Hunger, ja. Okay, nächste Stage. Oh, mal wieder so ein Bossraum. Kerker der Zwietracht. Okay. Gut, beschwören wir mal Doppelgängerin. Das hast du verdient. So. So. Mama-Spinne ausschalten. Wow, jetzt kriegt sie einen Raser. Wow, habe ich gerade wirklich durch die Tür durchgeworfen. So. Weg mit der. Weg mit denen da. Ja, das machen wir gleich. Jetzt will ich aber mal kurz gucken, ob ich einfach da durchwerfen kann. Nein, kann ich nicht. Das heißt, ich muss erstmal ganz vorsichtig sein. Die Orks hier wegbrezeln. So. So. Das sind so viele Orks. Wow. Und den Beschwörungsstein weghauen. Au. So. Ja, ich habe nicht mehr viel Leben. Mal wieder. Kümmern wir uns mal um die Seite da drüben. Schlüssel scheinen wir ja genug zu kriegen. Okay, ein Beschwörungsstein spawnt.
Die Walküre braucht dringend Nahrung. Ja. Rufen wir mal wieder unsere Helfer. Zum Glück geht ein Teil von denen auf beide Doppelgänger los. Das hast du verdient. Runs finde ich nicht so schlimm jetzt wie die Orks. So. Ja, du kannst ruhig. So. Und so. So, dann kann ich die hier verschieben. Mal sehen, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich wieder Schlüssel. Jo. Ein Schlüssel. Ich habe 6 Leben. Das wird mir nachher gleich einen ganz guten Bonus einbringen. So, noch ein Schlüssel. Sehr viele Schlüssel hier. Ach, und den Schlüssel, den habe ich schon. Okay. Au. Krone einsacken. Vorher mal ein bisschen Verstärkung holen. So, weg mit denen. Au. Ah, Krone, 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 Krone. Ich glaube, das behalte ich. Weg mit dem Schaman. Okay, wenn der Schamane stirbt, stürmen wir auf seine Knochenköpfe. Je mächtiger der Feind, desto härter wird der Fall. So, sehr schön. Holen wir uns noch den letzten Schlüssel. Und das ganze Gold hier. So, ich habe 3 Schlüssel. Da ich Schlüssel nicht behalten kann, kann ich sie auch ruhig aufbrauchen. Und mir das ganze Gold hier unter noch unter den Nagel reißen. Hier liegt keins mehr. Gut. Damit haben wir auch diese Stage abgeschlossen. Jawohl. Punkte 9510 schlage ich wohl noch nicht so schnell. Auch wenn das ja alles Ranger sind. Zeit werde ich auch nicht so schnell schlagen. Twitch TV Adika hat das in 6 Minuten 46 geschafft. Okay. So, meine Meisterschaften. Kein Alkohol am Steuer. Toller Tipp. Also ja, Gauntlet darf man wirklich nicht zu ernst nehmen. So, wir haben Level 3 geöffnet. Aber bevor wir damit anfangen, und bevor es dann irgendwann zur Lava geht, werde ich erstmal... Also ja, hier sieht man Dunkelheit. Nur bei den Krypten der Untoten hier oben hat man nicht viel gesehen, außer den Totenschädel. Werde ich mal kurz gucken. Ausstattung. Ja, die Höhlen, die bringen mir den neuen Helm dann ein. Dieser schwere Helm trägt die Spuren einer beinahe tödlichen Verwundung. Kostet 12.000. Und das da kostet nochmal 16.000. Wäre endlich mal wieder was Neues. Wir haben ja noch gar keine neue Ausrüstung. Der Haarreif sieht irgendwie seltsam aus, aber das hier sieht dann episch aus. Diese Rüstung. Außer halt dieser Knüppel da. Statt einem Schwert auf einmal einen Knüppel zu haben. Aber okay. Raus hier, und dann würde ich sagen, bevor wir mit
Level 3 weitermachen, gibt es erst einmal wieder einen Cut. Bis dann.